Oktoberfest ist ein jährliches Volksfest, das in München, Deutschland, stattfindet. Es ist eines der größten und bekanntesten Volksfeste der Welt und lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Die Tradition des Oktoberfestes geht auf das Jahr 1810 zurück, als es als Hochzeitsfeier für den bayerischen Kronprinzen Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen Hildburghausen begann. Das Oktoberfest dauert normalerweise 16 Tage und findet auf der Theresienwiese einem riesigen Festgelände statt. Das Fest beginnt traditionell mit dem Einzug der Wirte, bei dem die Wirte der verschiedenen Bierzelte auf prächtig geschmückten Pferdekutschen durch die Straßen Münchens fahren. Der Höhepunkt des Einzugs ist der Wagen des Münchner Oberbürgermeisters, der das erste Fass Bier im Schottenhamelzelt anzapft und somit das Fest offiziell eröffnet. Das Bier ist ein wichtiger Bestandteil des Oktoberfestes und wird ausschließlich von den sechs Münchner Brauereien gebraut. Es wird in traditionellen Maßkrügen serviert und ist bekannt für seinen kräftigen Geschmack und seine hohe Qualität. Die Bierzelte sind der Mittelpunkt des Festes und bieten Platz für Tausende von Besuchern. Hier kann man typisch bayerische Spezialitäten wie Händel, Hähnchen, Schweinshaxe und Bretzeln genießen und zu traditioneller Blasmusik tanzen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Oktoberfestes sind die Trachten, die von den Besuchern getragen werden. Männer tragen meistens Lederhosen und Frauen Dirndl, traditionelle bayerische Trachtenkleidung. Die Trachten sind nicht nur ein Teil der Tradition, sondern auch ein wichtiger Teil der Atmosphäre des Oktoberfestes. Neben dem Bier und den Trachten gibt es auch viele Fahrgeschäfte und Stände auf dem Festgelände. Von Achterbahnen bis hin zu Karussells ist für jeden etwas dabei. Besonders beliebt ist das Riesenrad, von dem aus man einen atemberaubenden Blick über das Festgelände und die Stadt München hat. Das Oktoberfest ist nicht nur ein Fest für Erwachsene, sondern auch für Familien. Es gibt viele Aktivitäten für Kinder, wie zum Beispiel ein kleines Bauernhofzelt, in dem sie Tiere streicheln und auf Ponys reiten können. Am letzten Tag des Oktoberfestes findet traditionell ein großer Umzug statt, bei dem die verschiedenen Trachten und Brauchtumsgruppen aus ganz Bayern teilnehmen. Der Abschluss des Festes wird mit einem großen Feuerwerk gefeiert. Das Oktoberfest ist ein einzigartiges Fest, das nicht nur die bayerische Kultur feiert, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Es ist eine Tradition, die seit über 200 Jahren besteht und jedes Jahr aufs Neue begeistert.